Das verbessert sich wohl die Saatbettqualität. Weil hier in dem feuchten Bereich, da sehen wir mal einen Samenkorn, das ein bisschen angedrückt wird. Also wir haben ja erst die Saateinbringung mit dem Seeschorl. Und dann das Zustreich mit dem Exaktstriegel, das haben wir uns angesehen. Ja, das liegt hier zu flach. Das kann so nicht keimen, aber es liegen natürlich etliche tiefer. Das ist ja nur das, was ich jetzt oben abkratze. Und hier unter meiner Hand ist eine feste Schicht. Da ist das Saatgut also ganz gut eingebettet. Hier drunter, und da ist auch etwas Feuchtigkeit. Und das wird natürlich durch das Walzen noch ein bisschen verbessert. Also die Einbettung. Wir haben uns diese lose Schicht hier angesehen, die wir hier haben, in der das Saatkorn dann irgendwo in der Tiefe 2, 3, 4 cm in der Theorie, 2, 3 eher liegt. Und die Walze kann eben genau da jetzt hier die Schicht setzen. Und zwar bevor das ausgetrocknet ist, aber wenn es abgetrocknet ist. Also gestern wäre es zu früh gewesen. Da war es hier oben auch feucht, nach dem Pflügen ist ja kein Wunder. Aber jetzt heute, auch wenn Sonntag ist, ist das der richtige Moment. Oben drauf, es klebt hier nichts an. Das ist natürlich auf den tonigen Stellen nur bedingte Wirkung. Aber auch eine bedingte Wirkung ist eine Wirkung. Und hier verbessern sich die Keimbedingungen auch. Völlig klar. Für alles, was jetzt hier ein bisschen tiefer liegt. Seitliche Wirkung, es läuft ein kleiner Damm vor, ganz kleiner, so 2 cm hoch. Also der läuft nicht mit in der Fahrtrichtung, aber der wird ja aufgestaut, weil die Walze immer sich so ein bisschen eindrückt. Und dadurch hat sie ja vor sich einen Berg. Und dieser kleine Berg, mal sehen, ob wir das auf der Rückfahrt noch sehen können. Dieser kleine Berg wird immer ein bisschen vorgeschoben. So ein ganz bisschen. Und das gibt nochmal eine Verbesserung der Einbettung. Also der Unterschied, wir sehen es ja deutlich, hier ist jetzt nach dem Drillen vor dem Walzen. Und hier links sehen wir da nach dem Walzen. Also die Walze hat schon eine wesentliche Verbesserung des Saatbetts zur Folge. Das ist ja gar keine Frage. Wir stehen hier genau auf der Mitte. Unschwer zu erkennen, da sieht man es ja auch. Also die Walze, absolut sinnvoll, ja, auch wenn es wieder nicht viel hermacht. So vom, sagt man ja, eine Walze ist ja altes Gerät, haben die Pferde schon gehabt, sehr unmodern, ist ja Quatsch, mache ich nicht. Das bringt viel, so ein Walzen. Mehr als man denkt, gerade wir wollen mal gucken, ob wir diesen Wall jetzt sehen. Gerade der Wall, direkt vor der Walze. So ein ganz kleiner Wall, so ein kleiner Damm. Man kann es besser in der Ahnen als sehen. Und er ist ganz direkt unter den Ring, schiebt es ein ganz bisschen vor. Und dieses Vorschieben, also in Fahrtrichtung Bewegen des Bodens auf Saattiefe, also auf 1-2 cm, das bringt natürlich nochmal ein deutliches Andrücken der einzelnen Saatkörner. So, ein letztes Mal wollen wir noch gucken, ob wir diesen Wall sehen. Also direkt unter den Ringen, vor den Ringen, vor der Walze.
Ja, nur bedingt. Ein bisschen Fantasie braucht man zu. Aber umso loser der Boden ist, umso ausgeprägter ist dieser kleine Ball. Die Firma Güttler hatte das mal beschrieben mit so einem symbolischen Bild für ihre Walzen. Die haben eine Mauer genommen, eine Ziegelsteinmauer, und haben oben drauf gedrückt, symbolisch. Also nur eine Zeichnung. Und das Drücken von oben bringt halt auf der Mauer nichts. Wenn ich aber die Mauer seitlich drücke, jetzt nicht unbedingt von Hand, aber mit einer Maschine, kann ich die Mauer einschmeißen. Und deswegen ist dieses, auch bei der Cambridge-Walze, die haben das natürlich als Unterschied zu Cambridge-Walze dargestellt bei Güttler, gesagt, die Cambridge-Walze kann das eben nicht. Und der Sternring-Walze, also die Prismenwalze, kann das. Aber bei losem Boden kann die Cambridge-Walze das auch. Die schiebt auch so ganz leicht diesen Ball. Und das ist dann eben wie bei der Mauer, wo ich seitlich gegendrücke. Durch die seitliche Verschieben. Das ist noch mehr Effekt als das Draufdrücken. Einmal gucken wir noch. Und dann lassen wir es gut sein. Der wunderschöne Renault ist ja immer einen Blick wert. Man darf nicht schneller fahren, sonst fängt die Walze springen an. Ganz leichtes Schieben ist davor.